So, das Auto bei Manhunt. Weiter geht's. Wir müssen einen Weg in den Keller der Bibliothek finden. Wahrscheinlich das da. Da, wo Bibliothek vorne drauf steht. Weg in den Keller. Die Ratten, wie sie am Nomsen sind. Nehmt euch ein Stückchen mit, Mann. Da liegen über Plastiktüten rum. Auf der Straße essen, Mann, wie die Tiere. Wie passend. Okay, da ist einer. Ich benutze meinen Kopf, glaub mir. Komm her, mein Freund. Oh, yes. Das hat er nicht kommen sehen. Da kann man gut ein paar Schläge landen. Puh. Gezwungenermaßen, du Pisser. Ich muss ja irgendwie gucken, wie ich mich hier verteidige. Was habe ich für eine Wahl? Habe ich letztes Mal ja schon irgendwann gesagt, wenn sie mich in so ein Szenario reindroppen und ich mich dann verweigere, von wegen, ich kämpfe nicht. Ach, fuck. Ah. Oh, shit. Oh, shit. Oh. Jetzt wird's gefährlich. Oh. Nein, Alter. Nein. Okay. Okay. Wie zur Hölle bin ich noch am Leben? Ich bin noch am Leben auf jeden Fall. Gibt's irgendwo Energie? Irgendwo Energie? Ich leck die letzte Pille aus dem Mülleimer. Ist mir egal. Ich brauche jetzt irgendwas gleich. Das war ganz, ganz schnell. Oh, da hinten. Sehr gut. Zumindest mal 50%. Puh, das war heftig. Heftiger Zusammenstoß hier. Da habe ich den einen absolut nicht auf dem Radar. Also ich habe nicht auf dem Radar geguckt in dem Moment. Ich dachte, der wäre noch ein bisschen weiter weg. Nope, steht direkt vor der Tür einfach mal. Wartet auf mich mit seinen kalten, toten Augen und seinem komischen Pepperoni-Hut. Bevor wir aber jetzt da runter in den Keller gehen, oder zumindest mal die Tür versuchen. Ah, sehr schön. Wo der er stand, genau. Suche ich hier noch ein bisschen was ab. Und es hat sich schon gelohnt, hier durchzugehen. Jetzt können wir runtergehen. Ich habe dahinter doch schon wieder irgendjemand labern hören. Das heißt, Vorsicht ist geboten. Jäger natürlich wieder überall. Vielleicht kann ich sie diesmal ein bisschen besser austricksen. Das ist eine Flasche. Natürlich, also es ist halt auch ein gelber Gegenstand. Mit der Flasche kann ich niemanden töten, da kann ich nur jemanden ablenken. Und die kann ich hier, glaube ich, auch ganz gut einsetzen, wenn ich das so sehe. Na, das wollen wir doch mal sehen. Und setz mal deinen fetten Arsch in Bewegung und schau mal, wer hier die Flasche rumgeworfen hat. Das kann ja nicht sein. Du warst doch gerade eben hier vor 2 Sekunden. Spielt dein Kopf dir einen Streich? Vielleicht. Guck mal, was auf Geld macht. Autsch! Keine Gehirngrütze, aber auch schon ganz schön schmerzhaft. Ich pack den mal ganz kurz weg. Nicht, dass hier noch ein bisschen mehr Verkehr durchkommt und die dann merken, dass ich hier war. Ich meine, der Blutfleck verrät mich vielleicht ein bisschen und die Gehirnteile, aber hey, ich nehme jetzt garantiert keinen Wischmob in die Hand. Wobei es interessant wäre, herauszufinden, was man mit einem Wischmob alles hier anrichten kann. Der Wischmob-Mörder. Sauberster Tatort aller Zeiten. Macht immer noch sauber, nachdem er einen gekillt hat. Oh. Shit, 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 shit. Wie weit gehst du vor? Wie weit gehst du vor? Soweit, dass ich mir Sorgen machen muss, oder? Oh, shit, yes. Oh, shit, yes. Hey, asshole, I see you. Lauke, Bullshit. I don't blame you hiding, cause we're gonna stick you good. Seen anything yet? Okay, teilt euch mal bitte auf. You are using your eyes, aren't you? Bullshitter.
Okay. Shit. Komm, nochmal einer rein. Nein, voller Verkehr hier. Genau das meine ich. Deswegen habe ich die Leiche weggemacht. Oder gut, dass ich die Leiche weggemacht habe, vielmehr. Das ist nur die Frage. Bleibt der andere da drüben? Der eine geht auf jeden Fall wieder hoch. Oh, okay, okay. Der geht wieder auf seinen Posten und zwar ganz, ganz schnell. Was ist mit dem anderen? Der ist immer noch da nach hinten gegangen irgendwie. Kommt nicht mehr zurück. Ah, da ist er wieder. Da ist er wieder. Schauen wir einfach mal, ob er hier vorbeikommt. Kommst du hier vorbei? Please, God, let him come my way. I gotta get a kill. Ach, wir werden uns über den Weg laufen, glaub mir. Du wirst zwar nicht arg viel von unserem Treffen haben, außer einen steifen Nacken. Na, wobei, mach aus dem steifen Nacken keinen Nacken mehr. Wunderschön, wunderschön. Das habe ich schon drauf. Das habe ich schon drauf. Okay, und jetzt mal. You better break and run now, cause I got you, you prick. Okay, shitbag, I know it's you. Komm schon, komm doch, komm doch. Damn. Weasel. Typ hier runtertreiben. Das ist gar keine schlechte Idee, weil die müssen hier durch und hier können sie mich absolut nicht sehen. Ich meine, da sehen sie den Typen, ja, okay, aber was von ihm übrig ist vielmehr. Aber wenn dieser Kerl jetzt wieder hier rüber geht, kann ich den nämlich geschmeidig aus dem Weg räumen. Jawohl, jawohl. Geh weiter, geh ruhig weiter, geh aus dem Raum. Was zur Hölle? Wer sich verpisst, Mann? Wer sich verpisst? In einer Geschwindigkeit verzieht er sich. Okay, Punk, I got my eye on you. I said you should damn head think, man. Think. Jesus fucking Christ, okay. Jetzt kurz erstmal hier. Shit. I lost him. Der gibt halt auch so ultraschnell auf. So, oh, er ist nicht mehr da. Der kann hier nicht mehr sein. Ja, das war blöd von mir. Warum wir sich noch umguckt? Das Einzige, wo es gefährlich ist, weil das hier Geräusche macht. Da muss ich jetzt warten kurz. Jetzt muss ich einfach gucken, dass ich ihm schnell in die Gasse hinterher folge. Und mich dann hier im Schatten versteck und auf ihn lauer. Auf mein Opfer. So. Problem aus dem Weg geräumt. Sag doch, das macht diesen Typen geil, wenn er da zuschaut. Ach, du bist der Typ, der die ganze Zeit wieder auf seinen Posten zurückgerannt ist. Hast du Angst, dass du vom Chef auf die Schnauze bekommst, oder was? Fucker! Ja, ich geh da mal. Okay. Get ready, boys. He's coming. Oh, wunderbar. Die miesen Mann. Wie sie wieder in ledrigen Kampfanzügen kommen. Müssen sich wahrscheinlich einpudern, um da reinzupassen und mich da verkloppen. Ja, nicht nett. Szene abgeschlossen. Und wir speichern mal ganz kurz. Schauen wir doch einfach mal, wo sie uns jetzt hin verfrachten. Mit welchen Pissern wir es jetzt zu tun kriegen. Wie offensichtlich könnte es eigentlich noch Nazis sein?
Bis aufs Hakenkreuz ist ja alles da. Holy shit. Neckbreaker-Nazis. Okay, limp dick faggots. Oh. Let's give Mr. Starkweather a show to remember. Move it! Und ich dachte schon, ich habe ein Problem. Die werfen mich mit Gegnern in irgendeinen Ring, die denken können. Weiße Abschau. Absolut, Mann. Ja, gehen wir halt ein paar Nazis klopfen. Haben wir auch kein Problem mit. Neonazis. Rechtes Skinhead? Keine Ahnung. Nagelt mich nicht auf einer Bezeichnung fest. Aber man sieht offensichtlich, was es sein soll. Okay, ist der Motherfucker. Wo geht der Motherfucker hin? Keine Ahnung, aber hier gibt es auch voll keinen Schatten, in dem ich mich verstecken kann. Das ist voll kacke. Ich gehe mal ganz kurz hier rein. Aha! Was ist denn das Schönes? Auch Draht! Nicht schlecht. Draht klingt nach Spaß. Ich glaube, mit Draht kann ich was anfangen. Jetzt muss ich nur gucken, wie er sich bewegt. Okay, und perfekt, dahinter ist Schatten. Jawohl. Das ist gut. Schauen wir doch einfach mal, was Draht alles so anrichten kann. Mies, Alter! Oh, shit! Ja, natürlich nehme ich den Kopf mit. Blöde Frage. Kann ich die Typen mit dem Kopf ablenken? Wie geil ist das denn? Und ein Aluminium-Baseballschläger. Wunderschön. Das wollen wir doch nicht. Nein, nein, das wollen wir nicht. Wir wollen hier keinen Aufstand machen. Wir wollen schnell durch und gleich wieder raus. Und so wie das aussieht, brauchen wir da eine Glasscheibe. Ja, doch eine Glasscherbe, vielmehr. Denn es sah aus, wie wenn da Seil rumgewickelt wäre. Wo haben wir denn irgendjemanden? Ich sehe gerade irgendwie gar niemanden auf dem Radar. Ich weiß, dass sie auf jeden Fall da sind. Wo sollen sie denn sonst sein? Oh, schau mal, da rennen sie rum. Die schmutzigen Weißen, Mann. Die dreckigen. Oh, schön. Okay. Das ist halt auch so eine Sache, so, wenn jemand sagt, weiße Abschaum, das ist keine rassistische Äußerung, die einen Weißen, sage ich mal in Anführungszeichen, wirklich großartig juckt, außer einen, der extrem verkappt im Kopf ist. Das finde ich halt so, keine interessiert, whatever, Abschaum, who the fuck cares, white trash. Lass uns da hingehen und verdammt nochmal auf seine Veranda scheißen, mir doch egal, white trash loser. Weißt du was? Der Kopf deines Freundes. Oh Gott, das hat einmal voll nichts gebracht. Das hat einmal ultra nichts gebracht. Scheiße. Aber vielleicht. Oh ja, vielleicht. Wie weit geht. Oh, das ist schön. Das ist gut. Er hat den Kopf gesehen. Und er nicht. Oh yeah. Shit. Ich kann sagen, schnell nochmal kurz den Typen umboxen. Okay, hier sieht er mich nicht. Chicken shit! Which way did he go? Ja, wo ist er wohl hin? I know you're here. Puh, okay. Gerade nochmal vor Jason verstecken können. Das ist schon
Sieht schon wie ein mieser Motherfucker aus. Den möchte ich nicht unbedingt nachts begegnen. So. Aluschläger. Effekte zum Kopf. Schauen wir mal. Ja, verheerend. Schmerzhaft und wunderschön anzuschauen. Gut. Das war doch gar nicht so übel. Lass mal den Kopf wieder mitnehmen. Ich finde es so geil, wie der Kopf halt hinten dran hängt. Deswegen nehme ich lieber den Kopf mit. Aber nur aus optischen Gründen. Und dann gucken wir mal durch den Schrottplatz hier durch. Ah, fuck. Es ist ultra verwinkelt. Was auf der einen Seite positiv ist, weil ich dann, wenn ich verfolgt werden sollte, relativ gut wieder Deckung bekomme. Schnell mal hinter einer Ecke und dann in der dunklen Gasse verschwinden kann. Aber das ist natürlich auch tierisch unübersichtlich für mich. Hat alles Vor- und Nachteile. Diese komischen Kamelratten, die sich da rumwiggeln, ist das nicht gerade so... Macht es nicht gerade leichter. Und ich ständig denke, da ist irgendjemand... Oh, fuck, Jesus Christ, hau, dreht die Tür ein, was zur Hölle? Sprengen sie in die Luft. Wow, da ist Dickerchen. Da ist Dickerchen, jawohl, komm schon, Dickerchen. Oh ja, bei dem lasse ich spritzen, glaube ich, yep. Ich habe Bock auf Party. Crap. Ein bisschen was an die Wand gespritzt noch. Ja, no homo, aber das werden sie. Einen dicken ganz kurz sehr gelegen. Hat echt keinen Schädel mehr. Das ist echt der Wahnsinn, Mann. Ist auch wegplatzt. So, mal ganz kurz speichern. Und dann können wir uns den Schrottplatz noch ein bisschen genauer anschauen. Da vorne kommt schon wieder ein. Oh, ich bin ja nicht in... Nicht im Schatten. Vorsichtig sein. Also links ist auf jeden Fall einer. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Dann check's mal aus. Es kommt auch hoch. Sei doch nicht so. Ich bin Inzuchtaffe. Gotta whip these guys into shape. They're soft, like my daddy was. Soft wie dein Penis. So, Problem erledigt. Wie war das mit soft? Ja. Ist auch ganz schön wabbelig geworden, als ich das Hirn eingeschlagen habe. Diese komischen diese Figuren, wo man von unten Wind reinbläst. So hin und her wedeln. Ich weiß gar nicht, wie Windfreunde, I don't know. Am besten noch einen Zylinder aufsetzen, das macht sie umso mehr awesome. Schau doch mal in den Hangar, was ist da in dem Hangar? Ich glaube, da ist irgendeiner drin. Zumindest kam... Ey, oh, Dickerchen ist da drin. Und dann lass mal den... Echt jetzt? Jesus Christ! Hör auf zu labern und hör zu! Ich erzähle dir eine Geschichte. Meine Leidensgeschichte. In Klopfzeichen. Oh, komm schon. Na gut, okay. Das interessiert ihn auch voll nicht, ne? Er will es einfach nicht hören, habe ich das Gefühl, von mir aus. Wo ist meine Flasche nochmal? Dude, das kann doch nicht dein Ernst sein. Weißt du was, fuck you, ich schleiche mich jetzt rein und schlag dir den Schädel ein, ist mir doch egal. Du hattest deine Chance? Ich habe dir zwei Warnungen gegeben, ich habe den Schädel deines Freundes, habe ich hier reingeworfen. Das ist halt genau seine Blickrichtung und ihn interessiert es nicht. Da muss ich leider Matsch aus deinem Gehirn machen. Sieht von hinten aus wie ein schlechtes Bane-Cosplay. Redneck. Deine hillbillige Gedanken über den Boden verteilen. Oh, schön, ein Messer. Das ist schön, das sollten wir doch mal gleich testen. Das ist außerdem auch
genau das, was ich hier brauche, um weiterzukommen. Nämlich um das Seil durchzuschneiden, das da irgendwo an der Tür ist. Wo war denn die Tür nochmal? Das wollen wir mal auf dem Weg den Schädel hier mitnehmen. Ich darf jetzt nicht unvorsichtig werden, aber da drüben ist es. Kann ich durchgehen? Kann ich hier durchgehen? Nein, kann ich nicht. Oder? I don't know. Voll viel Zeug in dem Haus sehe ich gerade. Was zur Hölle? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich gerade voll im Kreis renne. Ich bin gerade tierisch verwirrt. Wie komme ich da nach hinten? Da lang? Ah, fuck, hier. Der Pro-Tipp wäre halt auch gewesen, auf den Radar zu gucken, aber es wäre ja zu einfach. Das ist ja wie Anleitung lesen. Wir machten sowas. Ja, okay, ich gib's zu. Ich lese meistens die Anleitung. Ahem. Ein wunderschöner Vollmond, den wir heute Nacht haben. Und wir warten einfach mal ab und verprügeln beim nächsten Mal noch ein paar Eishockey-Masken tragende Vollidioten. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Haut rein.